Ein letztes aus dem Buch Sie und Er. Ein Monolog diesmal. Der werdende Vater. Sie und er waren werdende Eltern im letzten Stadium. Nachdem er schon 2 Tage lang in den Gängen der Klinik aufgeregt umhergelaufen und jedermann auf die Nerven gefallen war, konnte er am 3. Tag nicht noch einmal seine Arbeit versäumen. Dafür rief er vom Büro aus gerade zum 43. Mal an. Hallo, ist da die Klinik? Ja, ist der Bub schon da? Na nett. Was denken Sie dann? Jeden Moment, das haben Sie vor 6 Stunden auch schon gesagt. Warum dauert denn das so lang bei Ihnen? Bei den Preisen, die Sie verlangen können, das wird schon ein bisschen schneller gehen. Ja? Also, ja, ich rufe noch einmal an. Sauer Schlamberei, murmelte er und rief seinen Freund an. Hallo, Karl, ja. Nein, du kannst mir noch nicht gratulieren. Ne? Die Klinik, die du mir da empfohlen hast, also die scheint nichts zu sein, gell? Ja, die kriege ich das nicht hin mit der Frau. Ich bin so aufgeregt den ganzen Tag. Ganz krank bin ich von der Sache. Erst habe ich solche Schwindelgefühle bekommen, weißt du, und dann ist mir heiß geworden überall. Und jetzt zittere ich am ganzen Leib. Ja, ja, ich hätte ja gar nicht geglaubt, dass eine Vaterschaft mit so viel Schmerzen verbunden ist. Also ich möchte am liebsten, also möchte ich mich ins Bett legen, ja. Früher habe ich immer gemahnt, Französisch Arbeit schreibe und Sturmangriff wären die unangenehmsten Dinge in meinem Leben gewesen. Aber das ist ja nichts gegen das, was ich in den 3 Tagen hier durchmache. Hm? Meine Frau? Ja, der tue ich auch leid, ja. Also die Ungewissheit, ja, die Ungewissheit, die macht mich ja ganz fertig. Wie? Ja, du hast gut sagen, nur mit der Ruhe, Junge, mit der Ruhe. Du hast immer Kinder, da hast natürlich deine Ruhe, ja. Bei dir ist das ja eine Routine-Sache, gell? Aber bei mir ist es das erste Mal. Und da ist es immer am schwersten. Wie? Baldrian, Troppe, Uffe, Stickelsche, Zucker. Ja, Baldrian habe mir kaum. No. Ja, aber unseren ganzen Zucker habe ich meiner Frau heute weggelutscht, ja. Ja, vor Nervosität. Hm? Vor Nervosität, ja. Ja, sie hat mir gesagt, ich soll Einkäufe machen. An so einem Dach, das ist doch wirklich eine Zumutung in meinem Zustand. Den Weibern geht das Feinempfinden für den werdenden Vater vollkommen ab. Ja, jetzt halt mich nicht auf, Karl, ich muss telefonieren. Er hängte ein und rief die Klinik wieder an. Besetzt. Das hab ich gern. Ich müsste mal wissen, was die in der Klinik so viel zu telefonieren haben. Geht es ja schon den ganzen Tag. Besetzt. Immer besetzt. Und mein Bub ist vielleicht schon da und wartet auf seinen Vater. Er drehte immer wieder die Nummer. Och, immer noch besetzt. Gott, noch mal immer noch. Ich glaube, ich halte es nicht durch meine Armfrau, wenn die nach Haus kippt und findet tote Mann. Hey, was habt ihr denn bloß dauernd zu quatschen in der Klinik? Immer noch. Hallo. Ist da die Klinik? Ja, sagen Sie mal. Ist der Bub, ich meine das Kind, das ist meine Frau. Hier ist nämlich... Ach, Sie kennen mich schon. Noch nicht da. So. Wie sieht das auch genau? Schau es doch erstmal richtig nach. Vielleicht ist der Bub schon 2 Stunden da und Sie lassen mich hier immer zum Zappeln. Wirklich nicht. Ja, kann man nichts machen. Dann telefoniere ich halt nachher nochmal. Was? Ich soll nicht so oft telefonieren? Also, da hört sich aber doch Verschiedenes auf. Also, haben Sie überhaupt kein soziales Empfinden, Fräulein, mir so etwas zu sagen, bloß weil Sie in Ihrem gesunden Büroschlaf nicht gestört werden wollen? Was? Ich soll nicht frech werden. Ich werd nicht frech, sondern Vater, verstehen Sie? Haben Sie mal etwas mehr Respekt vor dem werdenden Vater, Fräulein. Mir habe ich ja schließlich etwas getan für die Allgemeinheit. Ne? Wer gibt Ihnen denn Arbeit und Brot in der Klinik? Wenn mir nicht wäre, dann wären Sie ja arbeitslos. Ach, ich habe doch keine Lust, mich mit Ihnen herumzuzangen, Fräulein. Haben Sie überhaupt schon mal ein Kind gekriegt? Nicht? Na, da können Sie auch gar nicht mitreden. Er knallte den Hörer ein und stapfte kreuz und quer durch das Büro. Ach, so eine Frau hat's gut, dachte er. Die ist wenigstens dabei. Was lasse ich denn werden, der Bub? Studiere ist nix.
Studieren wollen sie all. Und die Studierten verdienen am wenigsten. Und was die für Prüfungen machen müssen, wenn der Bub seinem Vater nachschlägt, fällt der überall durch. Also ich kann so eine Prüfung mit den Nerven nicht durchhalten, gell? Aber vielleicht hat er eine Art für die Kunst. So Künstler, die haben es gut. Murkse ein bisschen auf der Bühne rum oder male irgendein Bild oder ziehen die Leute das Geld sonst wie aus der Tasche. Ich muss doch mal wieder anrufen. Besitzt! Wie kann es auch anders sein? Also, oder soll ich die Publiere lernen lassen? Schlechtes Geschäft, sich den ganzen Tag über andere Leute Kinder ehren. Und die Geschichtslehrer, die müssen auch so oft umlernen. Lass ich ihn in die Politik gehen? Vielleicht gar nicht schlecht. Da braucht er nichts zu kennen. Da ist ja jeder Ballast von Wissen nur hinderlich. Ich muss da schon wieder besetzen. Also so etwas. Unser eins, der madert sich den Kopf, was man seine Kinder werden lassen soll. Und die sind immer zu besetzt. Warum kann denn das bloß so lang dauern? Vielleicht sind es Zwillinge. Oder gar Drillinge. Die Frau kriegt das glatt fertig. Der womöglich viel... Das ist ja ausgeschlossen. Aber in Amerika damals haben die auch gedacht, Vierlinge sind ausgeschlossen und Bums hatte sie Fünflinge, gell? Fünf Buben! Das muss man sich mal vorstellen. Da wüsste man ja erstmal gar nicht, wie man die nennen sollte, gell? Albert, August, Alvin, Alexander, Ambrosius, alle mit A. Die nächste fünf machen wir dann mit B. Ein erhabenes Gefühl müsste es ja schon sein, wenn man so von 5 bis 10 Söhne umgeben wäre, gell? Der liebe Himmel, was der für verrückte Gedanke hat in so entsetzlicher Stunde. Also, ach, wenn der Buckner erst mal da wäre, ich muss doch mal probieren. Hallo, Klinik! Ja, Gott sei Dank, dass Sie endlich mal nett besetzt sind. Hier ist... Immer noch nix. Hören Sie mal. Ich glaube, es wird überhaupt nichts mehr. So lang wie das dauert. Und kommen Sie mir bloß nicht und sagen Sie, es war nur ein Magengeschwür. Was? Was sagen Sie? Eben kommt die Schwester runter. Ja? Ja? Endlich! Allmächtige! Ach, was bin ich so aufgeregt. Jetzt sagen Sie mal nichts. Sagen Sie mal nichts. Sondern lassen Sie mich raten, was es ist. Ein Augenblick. Es ist also, es sind, 2 Buben. 2 stramme Buben. Ja, hab ich recht. Ach so. Ein Mädchen. So. So schön. Ein Mädchen. Nee. Kann man nichts machen. Na schön. Das sagen Sie meiner Frau. Ich komme vorbei. Abend. Er hängt du ungnädig ein. Ein Mädchen, murmelte er. Die Frau muss immer aus der Reihe tanzen. Na schön. Also von mir aus. Ach was! Hauptsache ist jetzt erst einmal, ich hab mich tapfer gehalten und hab's glücklich überstanden. Thank you.